Du hast vorhin schon geklatscht. Ich habe vorhin schon geklatscht. Wie sind wir dran? Darf ich auch nochmal klatschen? Nee. Okay, du darfst auch nochmal klatschen. Ich bin die Magda. Ich bin dieses Jahr 7 Jahre im Jutze mit einer kurzen Unterbrechung, weil ich in Elternzeit war. Ich bin Tommy. Ich bin pädagogischer Mitarbeiter hier im Jutze und bin mitverantwortlich, dass das Haus erstmal zusammenbleibt. Ich bin Lorenz. Ich bin gerade Student, bin 24 Jahre alt und arbeite Teilzeit hier im Jutze als Erzieher. Ich bin Lisa, ich arbeite hier im Jutze und wir schauen zusammen im Team, dass wir einfach einen Raum für die Jugendlichen schaffen, in dem sie sein können, in dem sie freiwillig kommen können und ihre Interessen verwirklichen können. Jutze ist primär erstmal ein Ort, an dem Jugendliche kommen können, wenn sie Bock haben und dort machen können, worauf sie Bock haben. Es ist ein sehr dynamischer Ort, der sich ständig verändert und sich an den Interessen der Jugendlichen richtet, weil hier sehr wichtig ist, dass die Jugendlichen gehört werden und mitbestimmen dürfen. Wir unterstützen Jugendliche auf verschiedene Arten. Zum einen natürlich einfach rein durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Angebote, die wir haben. Und zum anderen aber natürlich auch, indem wir auf die individuellen Problemlagen eingehen, die einfach gerade auftreten, die die Jugendlichen an uns herantragen. Der eine braucht zum Beispiel einfach ein bisschen Bewerbungshilfe. Trocknet man sich hin und schreibt eben die Bewerbung mit ihm und schaut, dass er eine Lehrstelle zum Beispiel kriegt. Und beim anderen sind es halt dann vielleicht auch eher Probleme zu Hause, wo man emotional auch ein bisschen unterstützen kann. Wir unterstützen Jugendliche dadurch, dass wir sie hören. Hören, was sie sagen, hören, was sie sich wünschen und versuchen, das gemeinsam mit ihnen umzusetzen. Das Zuhören ist so unser großer Auftrag hier. Für die Jugendlichen ist das Jutze in erster Linie erstmal ein Treffpunkt und zwar einer von vielen in Neuburg. Aber ich denke schon ein besonderer Treffpunkt, weil sie hier ein Dach über dem Kopf haben, weil sie hier Möglichkeiten haben, die sie jetzt draußen nicht so haben, vor allem nicht unentgeltlich, heißt Billard spielen oder zocken. Also jeder Jugendliche hat die Möglichkeit, hier teilzuhaben am Jugendzentrum, sich dementsprechend auch einzubringen. Entweder einfach nur als Besucher herzukommen, ein bisschen auf der Couch zu chillen oder halt dann wirklich sich richtig einzubringen, dass man sagt, man gestaltet nicht nur Räume mit, sondern auch das Programm und bringt auch seine eigenen Ideen ein und so weiter. Also die Möglichkeit bietet sich natürlich auch. An ganz oberster Stelle steht für uns alle Offenheit. Das spiegelt sich auch schon im Namen wider. Das Wichtigste im Jugendzentrum ist der offene Treff. Das heißt Offenheit für jeden, es kann jeder kommen, der möchte. Jeder ist willkommen und das erwarten wir im Gegenzug aber auch von allen Besuchern und Besucherinnen. Das Jugendzentrum steht außerdem einfach für Toleranz, Liebe, Harmonie, aber auch für ein bisschen Chaos. Ich glaube, das Jugendzentrum ist wichtig für Jugendliche, weil es ein Ausgleich zum Alltag ist, zur Schule, auch zum familiären Leben. Einfach ein Ort, an dem man mitbestimmen kann, an dem man seine Freizeit gestalten kann, wo es vielleicht Dinge gibt, die man zu Hause nicht hat, die die Schule nicht hat. Genau. Das ist auch ein wichtiger Ort für die Stadt zum Beispiel, weil die tatsächlich auch den Auftrag haben, Jugendarbeit zu fördern. Und das passiert hier, glaube ich, im Jutze Neuburg ganz gut. Ich habe eine familiäre Bindung an das Haus. Mein Vater hat hier schon gearbeitet und weiß einfach, wie wichtig für junge Heranwachsende so ein Jugendzentrum sein kann. Und somit ist es für mich schon ein sehr wichtiger Punkt meines Lebens. Und ich werde in Neuburg auch als der Tommy vom Jutze identifiziert. Also es ist schon ein wichtiger Ort für mich, ja. Das Jutze ist für mich ein Ort, an dem man unglaublich viel gestalten kann. Ob das jetzt uns Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betrifft oder die Jugendlichen. Ich komme hier gerne her, ich mag meine Kollegen und ich mag es einfach, hier mich mit den Jugendlichen zu unterhalten und mich mit denen zu beschäftigen. Das ist Herzensarbeit und da habe ich richtig Bock drauf. Das Jutze ist für mich ein kleines Zuhause für Jugendliche, auch irgendwie ein Zuhause für mich. Also das ist zwar meine Arbeit, aber es fühlt sich an wie ein bisschen nach Hause kommen. Man kennt sich, man lernt neue Jugendliche kennen, die Jugendlichen lernen sich untereinander kennen und wir versuchen weitestgehend das Haus auch so zu gestalten, dass es zu uns und zu den Jugendlichen passt. Genau, also zu Hause.